1945 laufen die letzten hochmodernen U-Boote der Kriegsmarine aus, um eine entscheidende Schlacht gegen die Alliierten auf See zu schlagen. Die Operation ist so geheim, dass die Besatzung nach Auslaufen der Boote für tot erklärt wird. Sie hörten auf zu existieren. Mit den modernsten Waffenentwicklungen, die Hitlers Konstrukteure im Arsenal hatten, läuft eine Gruppe von U-Booten aus, um sich der alliierten Übermacht entgegenzustellen. Eine geheime Basis im ewigen Eis der Nationalsozialisten. Modernste Fluggeräte, die scheibenförmig waren, sogenannte Reichsflugscheiben. Mythos oder Wahrheit? Die Basis 211 in Neuschwabenland, Antarktis. Ein hochrangiger Offizier der Schutzstaffel bricht lange nach dem Krieg sein Schweigen und gibt Einblicke in ein Staatsgeheimnis. Was er zu sagen hat, klingt unglaublich, doch war er tatsächlich mit einer Operation zur Verlagerung von Hoch- und Höchsttechnologie betraut. Dieser Mann war einer der höchsten Geheimnisträger seiner Waffengattung und enger Vertrauter vom Reichsführer SS, Heinrich Himmler. Bestätigt dieser Zeitzeuge hier einen Mythos und muss die Geschichte des Zweiten Weltkrieges neu geschrieben werden? Im Jahre 1945 wurden drei Flugzeugführer auf eine geheime Operation geschickt. Über Umwege kamen sie mit einer streng geheimen Flugapparatur, einer V-7, besser bekannt unter dem Namen Reichsflugscheibe, auf eine ebenfalls geheime Basis in den Polarregionen. Zeitgleich startet eine streng geheime Operation mit einer Gruppe von U-Booten der Kriegsmarine. Die Besatzungen sind handverlesen und haben alle eines gemeinsam. Sie haben keine Angehörigen. Diese Soldaten erhalten eine Ansprache vom Oberbefehlshaber der deutschen U-Boot-Waffe, Karl Dönitz. Mit seinen Worten konnten sie nichts anfangen. Erst im Laufe der Operation wurde klar, was er ihnen mitteilte und wie folgenreich ihre gefährliche Operation tatsächlich war. Auf den U-Booten befanden sich neben der Besatzung auch viel technisches Personal und Wissenschaftler mit weiteren als geheime Reichssache klassifizierten Aufträgen. Eine der geheimsten Operationen des Zweiten Weltkrieges sollte für die jungen Soldaten beginnen. Die Operation Geheime Kommandosache. Im Jahre 1945 wurden drei deutsche Flugzeugführer auf einer der geheimsten Operationen des Zweiten Weltkrieges geschickt. Über Umwege kamen sie mit einer neuartigen Apparatur, die bahnbrechende Flugeigenschaften aufwies und scheibenförmig war, auf eine streng geheime Basis im Eis. Da man bereits wusste, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war, begann eine Verlagerung der wichtigsten deutschen Technologien und Wissenschaftler. Dazu wurde ausgewähltes Personal gesucht. Nicht nur die Luftwaffe hatte diese Operationen durchzuführen, auch die Kriegsmarine war eine wichtige Organisation für diese Verlagerung. Die Kriegsmarine begann unter Führung von Großadmiral Karl Dönitz mit der Aufstellung eines U-Boot-Verbandes. Handverlesene Soldaten, meistens junge Menschen ohne Angehörige, stellten die Besatzung der modernsten U-Boote, die das Deutsche Reich im Arsenal hatte. Niemand der Mannschaft wusste, auf was für eine Operation sie geschickt werden. Nur die Kommandanten und Offiziere mit speziellen Aufgaben wussten um die Operation. Aus Geheimhaltungsgründen waren sie aber auch nicht vollumfänglich informiert. Die Gruppe der U-Boote bestand aus Kampf-, Versorgungs-, Aufklärungs- und Passagier-U-Booten. Letztere U-Boote hatten ein Mindestmaß an regulärer Besatzung, da sich an Bord fast ausschließlich technisches Personal für eine Überfahrt befand. Ein völlig neuer U-Boot-Typ mit einem streng geheimen Antrieb sei ebenfalls unter der U-Boot-Gruppe. Diese U-Boote hatten eine Art Turbine und benötigten keinen Diesel. Die Boote wurden mit einer in Drucktanks gelagerten Flüssigkeit, welche in Kontakt mit Salzwasser oxidierte, angetrieben. Das entstandene Gas trieb die Turbinen an, die hohe Geschwindigkeiten durch diese und eine neue Form des Rumpfes erreichen konnten. Diese Form erinnert mehr an einen Fisch als an ein U-Boot. Auch gewann man durch diesen Prozess Sauerstoff, der extrem lange Tauchzeiten ermöglichte. Ein echtes U-Boot anstatt der bis jetzt eingesetzten Tauchboote. Eine Technologie, die nach Jahren Entwicklung endlich einsatzfähig zur Verfügung stand. Dieser Antrieb ist eine Weiterentwicklung des Walter-Antriebes aus dem Jahr 1935 von Helmut Walter, eine Art Wasserstoffantrieb. Auch war Viktor Schauberger an der Entwicklung beteiligt. Diese mit Turbinen ausgestatteten U-Boote erreichten nie dagewesene Unterwassergeschwindigkeiten. In einer Dokumentation berichtete ich bereits über diese U-Boote, Link in der Videobeschreibung.
Die U-Boote der Gruppe waren zuvor aus Sektionen aus dem gesamten Reichsgebiet verdeckt fertiggestellt worden und waren somit in keinem Werft- und in Dienststellungsbuch gelistet. Diese Operation wurde minutiös geplant und musste unter allen Umständen vor den Alliierten geheim gehalten werden. Die Soldaten haben währenddessen eine spezielle Ausbildung durchlaufen, waren hochmotiviert und entschlossen, als Karl Dönitz vor sie trat und eine Rede hielt, in der er die Wichtigkeit dieser Operation beschwor. Die Männer wurden nach Norwegen auf den U-Boot-Stützpunkt Kristiansand verlegt. Dort waren bereits die U-Boote für diese Operation stationiert. Auch befanden sich weitere Offiziere vor Ort, die nicht der Kriegsmarine angehörten. Teils trugen diese Offiziere zivile Kleidung. Diese Männer haben fast vollumfängliche Kenntnis ihres gefährlichen Auftrages und eine spezielle Aufgabe zu erfüllen. Viele von ihnen waren noch nie zur See gefahren. Nachdem ein Major, der seine Befehle direkt aus Berlin erhielt, die drei deutschen Offiziere der Luftwaffe aus Norwegen auf ihre geheime Operation schickte, war er auch bei dem Stützpunkt auf Kristiansand der Kriegsmarine zugegen. Hier erhielten die Führungsoffiziere letzte Anweisungen und Umschläge mit weiteren Befehlen, die erst auf See zu öffnen waren. Auch gab er geheime Informationen an die U-Boot-Kommandanten weiter, dass sie zu jeder Zeit Unterstützung aus der Luft zu erwarten haben. Die modernsten Luftfahrzeuge ständen bereit, um das Gelingen der U-Boot-Gruppe sicherzustellen. Man würde Funkkontakt aufnehmen. Dieser ist bis in einer Tiefe von 20 Metern möglich und man würde umfassende Kenntnisse und Lagen der feindlichen Streitkräfte zur See übermittelt bekommen. Diese neuartigen und hochmodernen Luftfahrzeuge hätten ein scheibenförmiges Aussehen und tragen die Bezeichnung V7. Diese Information sei nur dem Personal, welches seinen Dienst auf dem Ausguck verrichtet, mitzuteilen. Auf See und erst unmittelbar vor eines Gefechtes. Diese Fluggeräte würden von einer Station an den nördlichen Polargebieten aus starten und im Wechsel die Situation überwachen. Dann übernimmt ein hochrangiger Offizier der Kriegsmarine. Er lässt alle Offiziere und Besatzungen antreten und gibt die Operation durch. Es würde auf Abruf Gefechtsalarm geben und schnell müssten die Gruppen auslaufen. Bis dahin müssen die U-Boote besatzt sein, sprich die Boote würden im Hafen als Quartier benutzt werden. Ausgangssperren werden hiermit anbefohlen und das Wachpersonal hätte Anweisungen, niemanden in den Bereich der U-Boote zu lassen. Der Marsch zum Operationsgebiet würde tagsüber unter Wasser mittels Schnorchel und nachts über Wasser durchzuführen sein. Das zusätzliche Personal ohne Aufgabe hat sich den Kommandanten bereitzuhalten und auf Anweisung Aufgaben zu übernehmen. Die Funkstille sei stets einzuhalten und die Aufgabe wäre sehr gefährlich, aber bis jetzt gäbe es keine Meldung der Nachrichtendienste, dass die Alliierten von dem Unternehmen in Kenntnis waren. Das würde den Auftrag ungemein erleichtern. Zudem hat man ebenfalls das Ziel, feindliche Verbände anzugreifen. Die Angriffe würden nur von den Kampf-U-Booten durchgeführt, die Versorgungs-U-Boote Information auf Abstand gehen und bei Scheitern sofort die versiegelten Umschläge mit neuen Anweisungen zu öffnen und diese zu befolgen. Die Führungsoffiziere und Offiziere ohne nautische Aufgaben werden erneut gebeten, den Raum nicht zu verlassen. Alle anderen werden auf ihre Stationen entlassen. Weitere geheime Anweisungen werden übermittelt. Klar wird, dass ein Scheitern der Operation verheerende Auswirkungen auf weitere Operationen, die zeitgleich laufen, haben werden. Mit der Wichtigkeit der Aufgabe, die den Männern zuteil wurde, werden sie entlassen und auf ihre Station geschickt. Die U-Boote werden klar zum Auslaufen gemacht und ein ständiger Wechsel von Wache und Ruhe bestimmt den Tag der Soldaten. Die Offiziere ohne Aufgabe spielen unentwegt Karten. Dann kam der Befehl zum Auslaufen. Alsbald stach die Gruppe der U-Boote in See. Es war mitten in der Nacht. Unbehelligt verließ die Gruppe den Hafen von Kristiansand. Direkt nach dem Auslaufen wurden die Besatzungen aus sämtlichen Büchern der Kriegsmarine gelöscht. Von nun an waren sie Geister und hörten auf zu existieren. Offiziell zumindest. Auf See begann das langweilige Leben der Mannschaften, stets begleitet von dem Rollen der Wellen und dem Singen der Motoren. Plötzlich wurde Alarm gegeben. Ein feindlicher Verband wurde aufgeklärt. Sofort wurde die Marschformation aufgebrochen und eine Gefechtsformation gebildet. Die Versorgungs- und Passagier-U-Boote ließen sich weit zurückfallen. Mit Angriffsformation ging es in Richtung des feindlichen Verbandes. Die Männer in den zurückfallenden Booten blieb nur die Verfolgung des Gefechtes. Im Lagerraum sammelten sich die Offiziere. Der Kommandant wurde zum Funkraum gerufen. Als er in dem Lagerraum ankam, eröffnete er den Offizieren Unvorstellbares. Wir haben bereits Hilfe bekommen. Aus größerer Höhe beobachtet ein Luftfahrzeug das Kampfgeschehen und übermittelt die Lage und Reaktion des feindlichen Verbandes. Nur wenige Offiziere konnten mit dieser Meldung etwas anfangen und blickten ungläubig in die Runde. Ein Begleitoffizier sagte, ein Major hat uns eröffnet, dass wir Luftunterstützung erhalten,
Ein entlegener und streng geheimer Stützpunkt auf den nördlichen Polarregionen stellt die Luftunterstützung. Möglicherweise ist es eine Art Flugscheibe mit der Bezeichnung V7. Der Kommandant guckte grimmig und unterbrach das Gespräch mit den Worten: Wenn wir hier fertig sind, dann melden Sie sich umgehend bei mir. Meine Herren, wir haben zu reden und jetzt auf Gefechtsstationen. Schnell war das Gespräch vergessen, da die Besatzung enttäuscht war, nicht mit in das Geschehen eingreifen zu können. Der 1WO verwies auf die Wichtigkeit und den tieferen Sinn, den sie vom Befehlshaber der U-Boot-Waffe erhalten haben. Durch modernste Technik in Ortung und mittels Funkempfang über Kurzwellen, das sogenannte Funk-Kurzimpulssystem, konnte der Lageraum als Führungszentrale des Kampfgeschehens gut mitverfolgen und koordinieren. Ein technischer Offizier bestätigt den Kommandanten, dass sie jetzt aktiv Ortung hatten und näher an den Verband rangeführt werden könnten. Die V7-Flugscheibe gab ununterbrochen neue Informationen zur Lage. Die erfahrenen U-Boot-Fahrer hatten eine gewisse Euphorie, da sie nach über 2 Jahren endlich wieder Jäger anstatt der Gejagten waren. Sehr bald hatte das Warten ein Ende. Der erste Treffer war gelungen. Unter den Männern brach Freude aus. Darauf folgten weitere. Ein Techniker sagte leise: Das sind unsere neuen Torpedos, die ihr Ziel selbst finden. Eine echte Kampfwertsteigerung. Der erste Einsatz dieser neuen Waffe in Rudelstärke. Ein historisches Ereignis, meine Herren Offiziere. Die V7-Flugscheibe gab durch, dass der Luftraum frei wäre. Der Kommandant beschloss, auf Zero-Tiefe zu gehen, um das Geschehen optisch zu verfolgen. Schnell stieg das Boot auf, das Zero wurde bereits ausgefahren. Nach Durchbruch durch die Wasseroberfläche wurde zuerst der Luftraum nach feindlichen Luftfahrzeugen abgesucht. Nach Freigabe schaute der Kommandant als erster durch das Zero in Richtung des feindlichen Verbandes. Er sagte: Gefunden. Dann nahm er das Auge vom Zero. Er wurde fahl im Gesicht. Der 1WO schaute ebenfalls durch. Ungläubig drehte er sich den anderen Offizieren zu. Was die beiden Offiziere sahen, konnten sie nicht glauben. Es geht spannend weiter. Was haben die beiden U-Boot-Offiziere durch das Seerohr gesehen? Warum waren sie so erschrocken? Die beiden technischen Offiziere meldeten sich bei dem Kommandanten. Was er ihnen mitteilte, machte ihnen große Sorge.